So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen, beziehungsweise ist das im Prinzip wieder ein kleines Challenge-Video, denn ihr kennt ja alle die schärfsten Nudeln der Welt. Kennt die von Unge, von dem anderen Typ, fällt mir der Name immer nicht ein. Ich habe die letztens ja mal mit dem Bockwurst-King probiert, der hatte da noch eine Packung, hat er gesagt. Im Endeffekt hat er leider nur irgendeine Nudelpackung mitgebracht, aber diese Too Spicy Chili-Soße dazu, die man da drüber machen muss. Deswegen habe ich mich auf Amazon begeben, habe mir mal richtig originales 5er-Pack von diesen fetten, feurig, scharfen, Too Spicy Hot Chicken Flavor Ramen Nudeln bestellt. Jetzt kam das gerade mit der Post an. Ich habe gedacht, da mache ich mal so ein Wettessen oder eine Challenge mit dem Ditch, mit dem Geitsch, mit dem Wusa, keine Ahnung. Jetzt hat Pupsi gesagt, boah, die möchte ich aber auch unbedingt mal probieren. Ich habe ihr davon abgeraten, ich habe gesagt, mach das nicht. Du sagst immer, du isst gern scharf, du willst scharf, aber selbst wenn sie extra scharfe Pizza nimmt, sagt sie, boah, ist das scharf, sind die verrückt. Jetzt will sie die schärfsten Nudeln der Welt probieren. Ich denke mal, das geht eh nach hinten los, aber ich möchte ihr den Gefallen natürlich tun. Sie ist gerade in der Küche, sie setzt Wasser auf, sie kocht das ein bisschen. Diesmal machen wir die auch nicht klein, diesmal lassen wir die im Ganzen, packen die im Ganzen in das Wasser rein, gießen das ab, machen hier dann die Soße drauf, dass ihr das seht. Sie wird dann hier sitzen, sie wird dann probieren und mal gucken, wie sie reagiert, ob sie die gut findet oder nicht. Und wenn sie es nicht schafft, versuche ich den Rest zu essen. Ihr wisst ja, der Ramses, der kann das, der isst gern scharf, dem macht das nichts aus. Aber das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ich sag's nochmal, die haben nicht umsonst so einen Warnhinweis und alles drum und dran. Nicht umsonst sind viele schon krepiert. Deswegen, der Adi darf die auch nicht essen, obwohl der eigentlich immer alles isst. Wir melden uns also gleich zurück, wenn Pupsi hier sitzt und wir die Soße auf die Nudeln machen. So, da sitzt jetzt Pupsi, das Opfer in dieser Folge, wie ihr seht. Und hier haben wir jetzt also wirklich diese Original Too Spicy Gewürzmischung. Hier sind auch die Nudeln. Pupsi hält jetzt mal die Nudeln hoch. Wir versuchen mal die Gewürzmischung. Die kann man ja aufziehen. Ich habe extra jetzt so eine blöde... Das ist noch gar nicht auf, oder? Ich habe extra jetzt so eine blöde Schere mitgebracht zum Öffnen. Jetzt ist es auf. Ich weiß nicht, was das ist. Hier ist lauter so schwarzes Zeug drin. Das packen wir jetzt mal hier in die Nudeln. So, vielleicht kannst du den genau, dass man das ein bisschen sieht. Och, Adi! Der Adi trinkt schon wieder die Milch. Wir haben ihr nämlich auch direkt ein Glas Milch mitgebracht, bevor sie stirbt, dass sie das trinken kann. Und jetzt das, worauf es eigentlich ankommt, die Too Spicy Chili Soße. Also eigentlich könnt ihr das auch auf dem Hamburger machen und dann sagen, Burger Challenge, der schärfste Burger der Welt. Das geht auch aufreißen, einfach so. Das machen wir hier raus, das legen wir da hin. Und jetzt guckt euch das mal an, wie brutal dunkel das einfach aussieht, wenn das da drauf knallt. Das macht Pupsi jetzt schön rum, vermischt sich das. Und dann gucken wir mal. Ah. Damit ihr seht, dass da auch wirklich nur ein Topf steht und der rumgemacht wird, ne, halte ich es mal kurz so. Also Pupsi macht das da rum. Ich mache nichts, ich stehe hier hinten, damit ihr seht, dass ich da nichts austausche. Jetzt kommt es drauf an, Pupsi will ja probieren. Das riecht schon krass. Das riecht nicht krass, das riecht doch richtig lecker. Mensch, da fliegt mir, ja. Irgendwie ach, ist das richtig gut. Maggi oder so. Einfach nur Maggi, wisst ihr Bescheid auf jeden Fall. So, ich bin gespannt. Da ist ja die ganze Soße am Löffel. Ja, hättest du keinen Löffel, würde da auch keine Soße rangehen. Sie hat die rollt natürlich wie so ein richtiger Nudelesser, rollt sie mit der Gabel auf dem Löffel die Nudeln zusammen und versucht jetzt die Nudeln zu probieren. Hm. Ich habe ja gesagt, lass es doch ein bisschen abkühlen, es dampft wie Sau, du verbrennst sie. Wahrscheinlich eher die Schnauze, als dass es scharf ist. Ja, die Soße ist einfach überall. Ja. Jo. Schmeckt gut. Mhm. Wir können ja machen drei Gabeln. Die Nudeln sind ein bisschen zu weich, das ist meine Schuld. Aber. Aber.
und seht, wirklich, da steht nur ein Topf, auch ihr Löffel dabei, sonst was. Das ist schon. Ich hatte ihn jetzt nicht ausgetauscht. Aber du bist ja hart im Nehmen, du willst natürlich noch eine Gabel voll, noch eine Portion. Ich habe ja gesagt, ich habe Hunger. Hunger. Das ist natürlich, wenn man Hunger hat, muss man natürlich die schärfsten Nudeln der Welt essen. Da isst man nicht was Normales, da isst man sowas. Wenn man den als Freund hat. Adi. Adi hüpft immer so auf den Schrank rum. Im Endeffekt fällt die Kamera wieder runter. So, die zweite Gabel. Wir können ja mal gucken, wie viel du schaffst. Viele Gabeln. Wenn das gut läuft, lade ich noch die Mama ein, dass sie die auch mal probiert. Vor allem sind die Nudeln so weich, dass sie an der Gabel hängen bleibt, bevor sie überhaupt in meinen Mund gehen. Es sieht aber bei dir besser aus. Aber ich finde, das erste war jetzt viel schlimmer, also viel schärfer als jetzt die zweite Gabel. Ja, vielleicht war da nicht so viel Soße dran, keine Ahnung. Und ich dachte, okay, du fliegst jetzt hier vom Stuhl, weil der Bockwurst-King da... Der hat gleich übelst die Tränen in den Augen gehabt und ist weggeflogen. Aber Pupsi probiert die und Pupsi isst die und... Ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht bin. Vielleicht bin ich einfach nur stolz, dass ich das so gut bewältigt. Das heißt, ich muss sie gar nicht essen, weil Pupsi isst sie wahrscheinlich selber auf, weil sie ihr so gut schmecken. Muah. Oder meinst du, du würdest den ganzen Topf essen? Och jo. Ja? Adi! Jetzt kratzt der Adi wieder rum. Das ist doch mal eine Ansage, oder? Die schärfsten Nudeln der Welt. Und alle, die sagen, Body sind scharf, guckt euch Pupsi an. Pupsi isst die einfach. Pupsi hat da keine Probleme mit. Wenn Pupsi das kann, dann könnt ihr das auch. Obwohl, Pupsi kann wahrscheinlich mehr als ihr, deswegen... Ich glaube, ich muss wirklich die Mama einladen. Da sehe ich bestimmt eine Reaktion, eine richtige Reaktion. Ja. Glaube ich auch. Deine Mama ist da ja eh. Die isst ja nicht gern scharf. Du isst ja gern scharf, ich auch. Deswegen finden wir das vielleicht richtig genial. Aber andere Leute, die damit nichts anfangen können. Ich glaube, beim Geitsch ist das auch so. Der ist auch nicht scharf. Ich glaube, der hat bestimmt auch Probleme damit. Der ist zwar ein Mann wie ein Baum, aber ich glaube, der hat Probleme damit. Und deswegen bin ich mal gespannt. Das Problem ist, die Lippen brennen so extrem. Ja. Das ist das Problem. Das ist das Beste, da merkt man, dass man noch lebt. Gut. Die Nudeln an sich, das ist nicht zu scharf, aber es brennt alles. Ja, du trinkst ja auch immer zu, ne? Ich hatte kein Glas Milch. Aber ist doch dein gutes Recht. Kipp dir die Milch am besten über die Nudeln und dann passt alles. Gut, ich glaube, Pupsi wird ihren Topf noch leer essen. Ihr scheint es wirklich zu schmecken. Mal gucken, ob ich die anderen rankriege, ob Mama das vielleicht auch mal probiert. Und ob der Geitsch das probiert oder der Ditschen. Der David, der isst die ja sowieso immer zum Frühstück. Den brauche ich ja nicht ranholen für eine Challenge. Ich bin traurig. Ich habe gedacht, ich muss den Topf jetzt essen. Ne? Aber ich glaube, Pupsi kämpft sich da durch. Jetzt fängt an, das Auge zu drehen. Das kommt bestimmt von der Milch. Das ist das Milchauge, das Drehen. Solange die Kontaktlinsen nicht rausfallen. Alles. Vielleicht besteht die Challenge ja auch nur darin, dass man wirklich die ganze Portion isst. Nee. Und wer eine Gabel isst und sagt, ach, das geht einfach, der weiß nicht, was der Unterschied ist, wenn man den ganzen Topf gegessen hat. Nein, aber ich finde, die erste Gabel war wirklich am schlimmsten so. Doch. Gut, lassen wir sie mal in Ruhe essen. Eigentlich hätten wir es wirklich so machen müssen, dass sie den ganzen Topf ausessen muss. Dann geht das Video aber eine Stunde. Dann geht das Video eine Stunde, das will ja keiner gucken, deswegen... Sie hat es jetzt eigentlich gut verkraftet, sage ich mal. Andere sind schon bei der ersten Gabel komplett ausgerastet. Wir lassen so stehen, Pupsi hat den Test auf jeden Fall bestanden. Ich bin stolz auf sie, Grüße gehen raus, wenn sie das Video nochmal sieht. Wir laden die nächsten ein und gucken mal, wie die bei der Nudel-Challenge bestehen, ob die das auch packen oder ob die komplett... abkaspern und melden uns zurück, wenn wir wieder was Neues haben. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und so, ich melde mich nochmal kurz zurück. Ich wollte noch ganz kurz anmerken und ich hoffe, Pupsi ist mir nicht böse. Also sobald die Kamera aus war, hat Pupsi trotzdem gesagt, ob ich vielleicht bitte jetzt weiter essen kann. Weil ihr war es doch dann zu scharf, ihr hat so der Mund auch wehgetan, die Lippen gebrannt. Sie hat gesagt, zum Probieren ist das in Ordnung. Sie würde es auch nochmal probieren, wenn es nochmal gibt und so, aber sie würde es sich nicht selber kaufen. Und ganz essen ist vielleicht doch dann ein bisschen zu viel, ein bisschen zu krass. Denn es wird von Gabel zu Gabel dann einfach immer schlimmer. Die erste war zwar schlimmer als die zweite, hat sie gemeint. Sie hat gleich Milch dazu getrunken, sozusagen. Aber wenn ihr jetzt wirklich ohne Getränke esst und weiter esst und weiter esst und noch weiter esst,
Ihr merkt einfach, wie sich das so entfacht und durch den ganzen Körper strömt und euch halb umbringt. Sie hat aber trotzdem gut durchgehalten, wie gesagt, Respekt von meiner Seite aus. Hätte ich so nicht gedacht. Ich dachte, sie sagt gleich, oh, bist du bescheuert? Das ist viel zu scharf, wir sollen das essen, aber sie einfach nur, oh ja, ne? Trotzdem, als die Kamera aus war, hat sie es dann abgegeben, hat es mir gegeben. Ich habe dann den Rest gegessen und wir werden mal gucken. Ich werde schauen, wie gesagt, dass der Ditschen da mal eine Schale probiert, der Geitsch, die Mama vielleicht. Und mal gucken, wie die drauf reagieren. Seid gespannt, ich bin auch gespannt. Und, Alter, was ist das denn? Guckt euch den an, Bruder! Der Bauch geht voraus und er geht hinterher mit so einem schönen Fischershut, Sandalen. Das ist Deutschland! Das war's jetzt aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses! Und euer Adi, genau. Adi! Tschüss!